Ja, Lee und hallo Leute, schön, dass wir uns wiedersehen. Dass wir uns wiedersehen miteinander. Wir starten wieder hier im Wald der Hoffnung und holen uns noch ein paar Teile in dieser Region. Und ich bin mal gespannt, wie weit wir diesmal kommen. Beim letzten Mal habe ich irgendwie voll versagt, die Wand anzureißen. Dummheit wird halt bestraft, ne? Aber egal. Jedenfalls suchen wir uns noch ein paar andere Sachen dabei. Da werden uns unsere kleinen Sklaven hier natürlich weiterhelfen. Mal schauen, was wir hier so alles reißen können heute. So, wir stehen ja an sich ja ganz gut. Schauen wir mal. Erstmal brauchen wir Kämpfe. Stecken. 50 sollten davon ausreichen. Wir wollen gleich die Blumen, das ist schon mal sehr gut. Und was wir natürlich auch noch in Erwägung ziehen sollten: 20 von unseren Taliban-Pikmen. Diese kleinen geisteskranken Mörder da. Und dann gehen wir mal los. Schauen wir mal, was wir so alles machen. Ich habe irgendwie die Steuerung wieder voll verkackt. Nein, das will ich nicht. Ah. Gut. Dann spielen wir wieder mit so einer Scheißsteuerung. Schauen wir mal. Nein, das wollen wir nicht. Machen wir lieber die Ansicht, ist besser. Okay. Ich meine, das ging mit der hier oder mit Stipp. Ah ja, gut, was soll's. Okay. Dann schauen wir mal, was uns hier so erwartet wieder. Diese Mauer haben wir schon angerissen. Wir brauchen noch ein paar wunderbare Teile. Pikmin haben wir momentan recht anschaulich. Diesmal. Will ich auch Bomben haben. Ich habe keinen Bock, wieder hier so abzukratzen. Okay. Schauen wir mal. Oh, böse. Sehr böse. Da schläft natürlich dieses fette Oschifi direkt da. Dann brauchen wir euch. Oh, verdammt, da ist noch eine. Böse Angelegenheit. Böse, wirklich böse. Gut. Bam, Attacke, Leute. Töten. Macht's platt. So, einer weniger. Oh. Nein, 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 er ist aufgemacht, der Sack. Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh, scheiße. Gut, aber jetzt haben wir Zeit für den ultimativen Kampf hier. Bäm. Zerlegt. Oh, du sollst dich in Olima fressen, du Sack. Nein, lass. Das ist doch nicht normal, oder? Komm, dann töte. Olima, greif an. Auf zum Angriff. Oh, haut der da rein, der fette Sack. Zerleg das Drecksvieh doch. Boah, Alter. Nein. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 10. Ihr transportiert den ab. Irgendwie müssen wir das ja wieder retten können hier. Okay. Gut. Das war jetzt alles andere als geplant. Dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Da hinten können wir leider noch nicht durch. Okay. Dann müssen wir uns wohl einen anderen Weg suchen. Erstmal brauchen wir Verstärkung. So. So eine verdammte Rotze. Verdammt. Das habe ich mir etwas anders vorgestellt gerade. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier so kaputt machen können. Da oben war schon das eine Teil, das haben wir schon geholt. Ah, und hier war diese wunderschöne Mauer, wo man sich irgendwie nicht per Du kaputt machen lassen wollte. Geht doch. Gute
schauen wir mal, was wir so finden können. Alles Nettes. Oh. Die außergewöhnliche Schraube. Ich habe diese Schraube gekauft, weil der Verkäufer mir erklärt hat, dass die außergewöhnliche Qualität für Otto Normalpilot nicht erkennbar sei. Was sie so außergewöhnlich macht, ist das Geheimnis. Aber schau sie dir an. Ist sie nicht etwas Besonderes? Okay. Wie viel braucht er? Gut, der braucht schon mal 30 Pigment. Das ist schon mal blöd. Alle wieder zurück. Hier wird nicht gelacht, hier wird nicht geweint. Ich bin euer Sklaventreiber. Merkt euch das. Okay. Hier haben wir schon alles mitgenommen. Und da hinten war, glaube ich, dieser Hydro... Was weiß ich was. Nein, ihr dürft nicht rein. Das sauft ihr ab. Das ist nicht schön. Ach nein. Der ist zwar ganz toll, der Käfer, wenn man den umhaut. Ich weiß nicht, ob das im ersten Teil auch so war. Kriegt man Nektar. Und im zweiten Teil. Ne, ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es im ersten oder im zweiten Teil war. Jedenfalls kann man von dem Nektar erhalten, wenn man den umschmeißt. So, Ladies. Da das ja alles sehr gut gelaufen ist, wie es eigentlich sein sollte. Das war überhaupt nicht. Holen wir uns jetzt erstmal die Schraube. So, Pigment sind jetzt wieder vollrätig. Alles, was der Punktkäfer eben gefressen hat, ist wieder da. Der hat aber auch da reingekrast, dieses fette Drecksvieh. Mann, oh Mann. Gut. Da hilft kein Weinen. Irgendwie müssen wir hier überleben. So, Leute. Dann kommt mal mit. Wir holen uns jetzt diese überdimensionale gigantische Schraube. Und ich glaube, das war's schon fast. Wir sind ziemlich lahm. Das ist halt blöd, weil es keine. Weil es nur ein. So, bin ich blöd. Da runter. Okay, hätten wir diese Mauer nur einen Tag früher schon anreißen können. Das war blöd halt wieder von mir. Irgendeiner hat mir gerade geschrieben. Nicht schön. Der kann ruhig mal warten. So, Ladies. Und euch. So, mit den restlichen gehen wir mal ein bisschen auf Erkundungstour. Irgendwas muss es ja im Wald der Hoffnung zu finden geben. Das kann jetzt sein, dass ich wegen einem Teil jetzt hier aufnehmen muss. Und diesen blöden Wald hier rumrenne. Lasst doch die armen Pflanzen ruhig, die haben euch nichts getan. Töten könnt ihr später noch. Wenn ihr sie schon kaputt machst, nehmen sie mit. Weiter. Also da waren wir ja schon gewesen. Da haben uns die Punktkäfer ja ziemlich gefressen. Schau, was wir hier noch machen. Da ist schon mal diese Milchtüte. Das ist blöd. Was geht mit denen ab? Spacken die total rum. Gut. Da können wir ja nichts reißen. Ja, die Schraube ist schon mal da, das ist schon mal sehr gut. Haben wir die jetzt auch schon mal gepackt. Okay. Damit wäre schon mal wieder ein Teil da. Das heißt, wir können sogar am nächsten Part dann nächstes extra Gebiet wieder anvisieren. Außergewöhnliche Schraube. Der Extra-Dreh dieser Schraube ist nur ein wahrer Kenner offenbar. Ich habe 35 Teile gefunden, die die Leistung meines Dolphins erhöhen. Nun kann ich auch in weiter entfernten Gebieten suchen. Ja, du Drecksack. Das hat uns den ganzen Tag jetzt gekostet wegen dieser gottverdammten Schraube. Yeah! Der Teufel geht hier voll ab gerade. Schön. Aber was noch schöner wäre, wenn wir hier noch ein verdammtes Teil finden würden. Ich habe jetzt meine Taliban-Pigment hier die ganze Zeit bei mir stehen. Ellen, die freuen sich drauf, mal was in die Luft zu jagen. Hoffentlich finden wir auch gleich was. So, nimm das mit. Nimm das mit. Habakiri! Du sollst es auch mitnehmen und schnell kaputt machen. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so Schönes haben. Nicht durch. Da jedenfalls sind die blöden Kaulquappen. Aber, ja, das ist schon mal gut. Dann könnt ihr nämlich hier mal eine Brücke bauen.
Die wird auch noch cool. Wenn ihr schon dabei seid. Okay, die Taliban-Pikmin lassen wir mal. Tun wir mal zurück in die Zwiebel stecken. Was haben wir hier oben Schönes? Oh, da oben sind Punktkäfer. Den sehe ich von weitem. Das Wasser, da können wir leider noch nicht durch. Okay. Dann warten wir mal ab, was die anderen uns so bringen können. Die sollten natürlich ein bisschen Unterstützung hier erhalten, natürlich. So, kannst du das mal hier kaputt machen? Die anderen können sich hier an der Brücke weiter beteiligen. Die sind ziemlich flott, die kleinen Scheiße. Ich glaube, da hinten ist auch noch ein Teil, wo wir holen können. Okay. Das läuft ja schon mal gut. Und wir haben sogar noch die Hälfte des Tages. Wenn wir jetzt noch ein zweites Teil abgrasen, bin ich zufrieden. Dann hat sich das wenigstens gelohnt heute. Ja, unsere Pikmin sind vielfältig. Die können einiges hier. So, dann schauen wir mal. Hier ist nichts. Gar nichts. Aber Nando. Oh Gott. Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Für was habe ich die Brücke denn jetzt? Nicht aufregen. Passiert. Okay, das heißt im Prinzip, da hinten ist wahrscheinlich schon Teil. Wir kommen nicht dran, weil wir nicht über Wasser laufen können. Sehr gut, ich bin begeistert. Happy Hour heute. Leute, macht alles platt. Wunderbar, da freut sich doch mein Herz. Da könnte ich irgendwo jemanden umbringen. Dafür muss die Fee hier dran glauben. Meins. Naja, ein paar blinden Pikmin wenigstens haben, das ist schon mal sehr gut. Man kann ja schließlich hier alles gebrauchen, ne? Gut, dann werden wir hier ein bisschen farmen. Was sollen wir sonst machen? Alter, die Pikmin, die sind schon hardcore, ey. Die machen einfach alles platt hier auf dem Weg. Okay. Boah. Ey, der Olima ist einfach nur hardcore. Der landet auf irgendeinem fremden Planeten, tut irgendwelche Kreaturen an sich als Geisel nehmen, ey, das ist hardcore. Das ist wirklich hardcore. Ach ja, nur dass ihr mal was gesehen habt. Schade. Normalerweise müsste eine Sequenz kommen. Gut, dann können wir auch nicht mehr wie farmen, aber da hat sich der Tag auch schon mal gelohnt. Da haben wir wenigstens wieder ein bisschen was für uns übrig. Okay, dann kommt ihr mal mit. Mal gucken, was wir hier noch so machen können. Das ist ja eigentlich ein Wort. Wir brauchen 11. Okay, es lohnt sich ja voll. Die Pikmin, die wir haben, die schmeißen uns kaputt. Perfekt. Ja, ich sag ja, es ist irgendwie etwas langweilig. Ich habe es nicht gedacht, dass das jetzt so blöd wird heute. Okay. Dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Okay, da kann man nicht genug gelbe. Ich könnte natürlich welche holen. Habe ich aber ehrlich gesagt keine Lust gerade. Okay. Das erledigt. Schau. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich stelle mich wieder blöder an, wie ich bin. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da oben an dieses Teil hier rankommen könnte und ich weiß nur. Oben ist eine 1.
Nein! Sali, bitte ein! Ach du Scheiße. Ja, cool, da ist keiner umgekommen. Finde ich gut. Ich dachte eben, ich hätte meine Pikmin in die Luft gejagt. Okay. Geht auch nichts. Schade eigentlich. Ein sehr unproduktiver Tag. Part. Hm. Auch das erste Mal. Nee, eigentlich nicht. Das ist natürlich stumm gelaufen. Ja, dafür wird es im nächsten Part interessanter, wenn wir ins nächste Level kommen. Das kann ich schon mal versichern. Neue Gefilde, neue todbringende Monster, neue Rage-Momente, neue... Ich springe alles um, was mir in den Weg läuft, Momente. Wird schon lustig. Haben wir schon? Das ist blöd. Ein ganzer Tag vergeudet. Okay. Ja, Leute, wie gesagt, tut mir leid für diesen unproduktiven Part. Ich hab's mir eigentlich etwas anderes vorgestellt gerade. Ich hab gedacht, dass wir da hinten was reißen können, eine Brücke und allem drum und dran. Nun gut, das wird ja irgendwann noch kommen, alles. Schließlich haben wir 30 Tage Zeit und wir haben gerade mal den vierten angebrochen, also deswegen liegen wir immer noch gut in der Zeit, auf alle Fälle. Hier gibt's einfach echt gar nichts. Ich dachte, das wäre der Wald der Hoffnung, nicht der Wald der... Ich hab keinen Bock heute. Schade. Was da hinten uns erwartet, weiß ich schon. Schöne Geschichte. Nervige Gegner. Das wird lustig. Okay. Dann schauen. Können wir noch irgendwas mitnehmen oder irgendwas zerstören oder töten? Nein, natürlich für den Rest des Tages unser Pikmin aus der Erde zupfen. Wir sollen diese grausame Welt schließlich auch kennenlernen. Ah, viele Knospen und auch ein paar Blumen zwischendrin, finde ich gut. Perfekt. Tut mir leid. Es war ein sehr gedrückter Tag, ich denke mal, das merkt man auch in meiner Stimmung. Normalerweise bin ich ein bisschen offener. Ich habe was vergessen. Das werden wir jetzt sehen, ob so ist. Wie die einfach alle darum kommentiert. Ich finde das einfach nur genial, ey. So, wo sind die 6 oder 4 Pikmin, wo jetzt fehlen? Wer wird jetzt hier gefressen? Das wird mich jetzt mal interessieren. Oh, nur der eine. Ah, guten Hunger. ich weiß nicht, ich finde diese Punktkäfer ja einfach nur cool, gell? Ich finde diese bescheuert, dass sie klasse sind. Der Vätertag hat Aufprall. Die Pikmin, die ich nicht zur Zwiebel brachte, sind über Nacht verschwunden. Sie sind wohl den riesigen, nachtaktiven Kreaturen zum Opfer gefallen. Vielleicht folgen die Pikmin mir deshalb in die Atmosphäre. Langsam beginne ich, die Regeln dieses Planeten zu begreifen. Ja. So, was haben wir geschafft? Wir haben 7 von 57 Pikmin haben wir gekalmt. Gefressen wurden 22 und zurückgelassen haben wir leider 6. Also insgesamt kommen wir auf eine Population von 214 Pikmin gesamt. Wir haben nur noch 26 Tage und 25 fehlende Teile. Also für, wenn wir jeden Tag einen Teil finden, ist es wunderbar. Dann bin ich zufrieden. Jedenfalls wird es noch interessant werden. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen, auch wenn er recht langweilig war oder recht wenig passiert ist. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part, nachdem der Speichervorgang abgeschlossen ist. Und zwar... Diesmal nicht im Wald der Hoffnung, sondern im Zentrum des Waldes. Im neuen Gebiet und neuen Kreaturen, neuen Gegnern und neuen Sachen, wo mir tierisch auf die Eier gehen wahrscheinlich. Gut, wie gesagt, auf Wiedersehen. Macht's gut, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Adieu.